Nee. Und Rihorn. Den wir ja nicht benutzen. Weil ich kein Rihordio kriege. Aber es ist das erste Pokémon. Dementsprechend werden wir auch hier. Rasierblatt ist, glaube ich, weiß nicht, ist Rihorn Gesteinboden? Ich glaube, es ist Gesteinboden. Also, es ist. Es wird vielfach effektiv sein, wahrscheinlich. Oh, warte mal, wir können Abschlag. Das ist normal effektiv, ne? Oh, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig Schaden. Können wir Volltreffer zu machen. Ich bin jetzt schon überlegen, wie ich dich geschwächt bekomme. Aber entweder. Ja, entweder überlebst du oder du überlebst nicht. Schade. Damit ist der Counter weg. Ach komm, Quit. Ehrlich. Hey Saru, du bist Level 28. Ja, das ist nicht. Also. Ich finde es schön, dass du so engagiert kämpfst, aber das war jetzt nicht so nötig. Ich war jetzt nicht in der Situation, dass du dich wegquitten musstest. Oh, das arme Rihorn. Und da oben habe ich den Feuerstein geholt. Man kann ja hier in dem Bereich schon, bevor man den dritten Orden gemacht hat. Brückental. Was erwartet uns hier? Iskala. Ist ein bisschen ätzend aufzunehmen. Also wenn ich Iskala reinnehme, dann kann ich das nicht aufnehmen, weil ich muss beschissenerweise dann die Switch aus den Dingen rausholen und muss es dann einmal auf den Kopf drehen. Das ist halt Bullshit. Du bist aber Typ Undicht. Und deshalb. Doch, keine guten Angriffe. Ich gehe wieder hier mit Saru und dann mit Doppelschlag. Schaden. Oh, guck mal, da kann man sogar noch einen Doppelschlag setzen. Au. Hört mal auf hier. Saru, wenn du jetzt wieder einen Crit machst, dann müssen wir in Ernst. Oh, come on. Brav. Also die Coverage ist schon mal richtig nice von dem Pokémon, das muss man einfach mal zugeben. Ich kacke die. Na gut, Level 28, ne? Nice. Jetzt muss ich gucken, ob ich den richtig schreiben würde. Ah ja, ich hätte ihn richtig geschrieben. Oh, wenn in Level 12, bleibt man Level 26. Bist du männlich? Ja, okay. Tadeus, Tadeus, Deus, Deus, Tadeus, 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 Deus, Deus. Und dann nehmen wir jetzt den Supertrank. Und Kurama machen wir auch noch voll. Venom levelt sich jetzt auch langsam nebenbei mit hoch. Oh. Ah. Achso, es war wohin genau. Wir haben ja auf jeden Fall eine Menge Counter in dem Spiel. Pampudi? Nee, hochstrebt.
kriegen wir nicht zu Meistergriff. Meistergriff hieß er, glaube ich, ne? Ich glaube, der hieß Meistergriff. Aktivbike, Strepoli und Meistergriff. Ja, wir werden es trotzdem versuchen zu fangen. Jedes Pokémon brauchen wir. Wir wissen nicht, wie es noch weitergehen wird hier. Ich habe beim letzten Mal auch nicht erwartet, dass wir gegen Mary verlieren werden, aber... Manchmal kommt es ganz unerwartet. Hey. Hör mal auf damit und bleib einfach am Ball. Obwohl es ist dunkel. Gehen wir auf Nummer sicher und steigen die Fangchancen so hoch es geht. Ach, come on. Oh oh. Oh, der hat Energiefokus eingesetzt, der kleine Pisser. Ich wusste nicht, dass der Steinhagel kann. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oh Mann! So dumm. Das ist schon der zweite dumme Fehler. Ich dachte mir so, ja, okay, Kampfattacken werden mir jetzt nicht allzu viel wehtun, weil hier, also, doppelt nicht effektiv. Am Steinhagel habe ich nicht gerechnet. Ach, nervig. Jetzt haben wir unseren Flug und unseren Psychotypen verloren. Ich will aber am Psychotypen. Ich möchte ein Flugtypen. Ich möchte auf jeden Fall noch Flugtypen drin haben. Flugtypen möchte ich. Das für ein Pokémon, das wir nicht benutzen werden. Mein Gott. Das ist jetzt ärgerlich. Letiamo wäre echt praktisch gewesen. Ah, hier ist wieder Hagel. Ja. Mammutel. Damit kann man arbeiten. Oh, Sondersensor. Puh. Ah, sogar zurückgeschickt. Perfekt. Das bleibt doch drinnen. Seht ihr? Level 15 für Venom. Ja, wir nennen dich einfach. Ah, Mann. Ich weiß nicht, wie die weibliche Version. Ach, verdammte Scheiße. Sorry. Money, das Mammut. Wie hieß die Freundin? Ellie. Alles klar. Nein. Nein. Ich hatte Annie im Kopf. Wir wollen dich nicht intim, ne? Nicht mit der aktuellen Konstellation. Da bist du nicht in meinem Teamwunsch drinne. Ich bin noch irgendwo ein gutes Flug-Pokémon. Stahl-Pokémon. Blick. Du hältst keinen Flammenwurf. Hast du einen Flammenwurf aus? Ach, komm, du hältst einen Flammenwurf aus. Okay.
Ich hab gehofft, dass er Flammenwurf raus, aber Winoda ist halt schon sehr stark. Ich hab aber erwartet, dass es, oh, verdammt. Ich hab erwartet, dass das nicht, dass es Klick besiegen wird. Ach, komm! Ja, wie lose, toll. Lass mich hier Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, es geht mal alle weg hier. Na, switch dir mal die Ortschaft um. Danke. Ja gut, da bin ich jetzt aus Versehen reingefahren. Aber hatten wir noch nicht. Aber dem bin ich nicht abgeneigt. Oh Gott. Oh Gott. Das Problem ist jetzt der Hagel. Oh Gott. Du musst drinnen bleiben. Ja, das war's. Alles klar. Zick, zack, ist doch für den Arsch. Ach, Mann. Dämlicher Hagel. Mach's gut. Schade. Barrikadax wäre echt praktisch gewesen. Ja, wenn dann wir wissen's. Ach, Mann. Oh. Ah, verdammter Mist. Geht so was. Er scheint extrem stark. Ja gut, dich kriegen wir nicht gefangen. Ich bekomme sowas von überhaupt nicht gefangen. Du bist über der Level Cap, die wir fangen können. Au. Au. Und wir fliegen. Ja, wir haben Poppy verloren. Warum habe ich gewechselt? Ich wollte eigentlich nicht riskieren, dass Winona drauf geht. Jetzt habe ich sogar Winona riskiert. Also was ist hier los? Was ist hier los? Ich wollte nicht Winona riskieren und ich dachte mir so, ja. Poppy hält das aus einmal und dann können wir fliehen. Aber. Uff. Oh, ich dachte, ich wäre mal smart und gehe auf Nummer sicher, weißt du? Oh Mann. Da hat es mir einmal geschüttet. Hätten wir Pampuli mit der Fähigkeit, dass es die Verteidigung erhöht, würde ich das mit reinnehmen, aber wir haben leider Pampuli mit der Fähigkeit, dass es nicht verwirrt werden kann. Das heißt, wir haben jetzt Quickle. Ich will aber eigentlich ein Flug-Pokémon. Nehmen wir Skunkapu rein. Unser Hiyori.
Ah, dann haben wir doppelt Gift. Das ist auch scheiße. Kampfunlicht. Zurukex. Du bist es. Wie habe ich den Zurukex überhaupt genannt? Oh, ich habe dir überhaupt keinen Spitznamen gegeben. Weil mir keiner eingefallen ist in dem Moment. Das müssen wir ändern. Im nächsten Pokémon Center. Wir haben eine Mission. Kolos. Waschakwi. Waschakwi wäre so gut. Aber ich will halt hauptsächlich random Pokémon haben. Wenn ich jetzt aus Versehen in einem Pokémon rum reinfahre, das halt im Gras rumläuft, dann ist es halt leider so. Aber hauptsächlich möchte ich halt random Pokémon haben. Jo, überprüf mal bitte, dass ich die drei Orden habe, damit du mich reinlässt. Ja, Bettes, hi, was geht? So ein Widerling, ne? Einfach nur ein Widerling. Den mag keiner. Ich habe vergessen, den Partner eine halbe Stunde zu beenden. Ups. Kann ja mal passieren. Es kommt wieder viel Gequatsche. Ja, interessiert kein Schwein. Ja, schöne Stadt. Ich will spielen. Ich sehe die Stadt auch, wenn ich dir durch die Gegend laufe. Wie nennen wir jetzt Zurukex? Namen bewerten. Von Zurukex. Schon ein bisschen lame, ne? Wie nennen wir Zurukex? Mir fällt doch spontan nicht viel ein. Nach meinen Kanalkollegen einfach mal. Das ist jetzt der Paul. Ja, finde ich auch, dass der Name besser passt. Wenn mir nichts einfällt. Ich habe Spitznamen von Leuten, die ich kenne. Oh, mein Zurukex war weiblich, oder? Was? War das weiblich? Ja, passt trotzdem. Passt das recht. Hoppla. So. Ja, Wunschsterne. Er immer noch an seinem Urlaubsoutfit und in seiner Unterhose. Das sieht eher aus wie eine Unterhose als irgendwas anderes. Ihr seid alle toll und ihr wollt alle so viel erreichen. Das ist so schön. Ja, Wunschstände werden benötigt für die Dynamax-Sachen. Das muss ich, glaube ich, da rein. Ich glaube, ich musste da rein, damit ich dann nicht... Damit ich dann woanders hin muss. Danke. Ich dachte schon, ich darf nicht gar nicht mehr gehen. Oh, das ist aber die letzte Arena. Du hast hier nichts verloren. Das hättet ihr mir nicht draußen sagen können, ne? Ja, schön. Interessant. Das interessiert kein Schwein. Aber wirklich kein Schwein. Ja, ihr betreibt die ganze Galar-Region. Das ist super. Und du stehst immer noch in der Unterhose von einem Elfjährigen. Und... Hui! Na... Ach komm, ehrlich. Ich hasse Zwischensequenzen. Also bei Pokémon finde ich, da bin ich bei den alten Pokémon, da gab es eine Zwischensequenz, vielleicht sagen wir Diamant und Platin, Diamant und Perl.
da gab es eine wirkliche Sequenz und das war dann da, als Zelfeturus und Vesprit da ihr Ding durchgezogen haben, ne? Ansonsten wurde zwar gequatscht, aber das Quatschen kannst du halt vom Tempo beeinflussen, je nachdem, wie schnell du halt dann das drückst und wie schnell das so durchgelaufen ist. Aber diese Zwischensequenzen, das reißt so raus. Oh, guck mal, die nächste Sequenz. Jetzt muss ich mir angucken, wie er da an sein Ding rumfummelt, da, an sein Handy. Bevor das missverstanden wird. Oh, danke. Die werde ich definitiv nicht wieder verlieren, wenn ich da draußen bin. Oder da oben. Oh, gestolpert. Und die Karte ist weg. Na. So eine dumme Sache aber auch. Oh, das ist aber schön. Guck mal. Der eine hatte so viel Mundgeruch, das hat sich im Himmel gesammelt, dass der Himmel wütend wurde und deshalb Blitze auf die Erde geschossen haben. Hat. Danach haben sie sich ein Schild und ein Schwert geholt und der Himmel war dann etwas verwundert, was diese Sachen denn zu suchen haben und hat diese umarmt. Dadurch hatten sich der Himmel, das Schwert und das Schild ganz doll lieb und deshalb haben sie sich zusammen verzogen. Deshalb blieben dann nur noch die beiden Könige und die Sonne hat geschienen. Ende der Geschichte. Wie kann es eigentlich sein, dass es jetzt, wo ich Pokémon-Trainer werde, das erste Mal sich jemand denkt, hey, komm, ich beschäftige mich jetzt mal richtig krass mit der Geschichte. Also richtig, richtig krass. Und genau dann passiert natürlich alles und muss mich von meinem Pokémon-Abenteuer abhalten. Meine Güte. Ach komm, was bist du denn jetzt noch? Ja, ich habe die Dinge gesehen. Danke. Das hätte mir sicher das Spiel auch gesagt. Aber... Ah ne, jetzt kommt kein Kampf gegen Hopp. Jetzt kommt erstmal ein Kampf gegen Team... Ich habe vergessen, wie die heißen. Wie heißen die? Ja, Rübe B und Rübe A. Das wollte ich eigentlich nicht. Team Yell. Was, Team Yell? Oh, aber nett, dass sie die Oma durchlassen. Könnt ihr mich auch durchlassen? Ja, Team Yell, alles klar. Ah, komm, das machen wir. Und jetzt wird Hopp wieder verlieren. Gegen die. Gegen Rüpel A oder Rüpel B verliert er. Das ist wirklich traurig. Sadabista. Definitiv überleben, das 6630 hat auch überlebt. Was war denn 20? Ich weiß nicht. Oh, guter Schaden. 24 KP. Ja, stört nicht. Das war's, oder? Hast du noch was? Ihr könnt das selbst im Kampf ganz schön nervig. Das tut mir aber leid. Nicht. Was soll man nur mit dir noch anfangen, ey?
gewinnst gegen Level 28 Inferno Pod, das gegen Giga Dynamax ist, und verlierst gegen ein einziges Cleopatra. Also man muss schon richtig scheiße sein, um da zu verkacken. Eine Attacke. Und ihr wollt mir wirklich weismachen, dass Hopp gerade mit einem Team aus 3 oder 4 Pokémon dagegen verloren hat. Nachdem er einen Arena-Leiter besiegt hat mit einem Arcani in Volnona und einem Inferno-Pod Giga Dynamax. Also, Game Freak, wen wollt ihr hier verarschen? Hat er sein Team jetzt hier umgestellt auf, keine Ahnung, Nutrasler? So scheiße kann keiner sein. Also ehrlich, so scheiße kann keiner sein. Kein Schwein ist so schlecht. Einfach mal eine bessere Bewegungsanimation als das legendäre Pokémon. Ach Oma, ich will doch nur spielen. Oh, verpiss dich. Danke. Bitte schneller. Die mit ihren 150 Jahre alten Knochen ist. Let's go, Schlaraffel. Ratatösk. Ratatösk. Jetzt kommt Guillotine. Guillotine. Oh, ehrlich? Was soll das Spiel? So viel Damage. So, jetzt sind wir auch noch schneller. Also, Body Slam trifft echt gut. Und durch Step und alles macht es echt viel Schaden. Prügler, geh mir weg damit. Da. Und was kriegst du jetzt? Wurstschlag? Schnabel. Und paralysiert. Nice. Und besiegt Volltreffer. Clara rockt. Ratatösk. Da sind wir wieder voll. Das ist prima. Und? Zwirrlicht. Bringt jetzt auch nicht viel, weil wir daraus nicht einen Zirkenst machen können. Ah, bringt nicht viel, ne? Oh, ja, scheiße. Dann kommt der Geist in den pinken Ball. Licht. Wenn du kein
Wo du bist, dann weiß ich auch nicht. Ihr wollt beide kämpfen. Saru möchte auch mal wieder... Was haben die für Pokémon? Ich glaube, der eine hat was Elektromäßiges. Bringt mir auch mein Pflanzen-Pokémon nicht. Da müsste ich eh switchen. Aber ich glaube, da kommen wir mit einem Flammenwurf ganz gut an. Ihr seht höchst motiviert aus. So, wir haben einmal den Body Slam auf Togetic und wir haben einmal den Flammenwurf mit Sonnenschein auf Gladiantri. Also Gladiantri ist definitiv weg. Da gibt es überhaupt keine zwei... Oh, Gott. Schön, oder? Wir übertreiben das halt bitte direkt sofort. Das arme Gladiantri. Ah, das tut ein bisschen weh. Gott sei Dank ein Stat-Boost. Sag mal, hat das eine hundertprozentige Quote zu paralysieren? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, bis jetzt hat Body Slam jedes Mal paralysiert. Und das reicht auch. Paul ist Level 25. Aber ich denke mal, hier können wir den Part beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben leider zwei Pokémon verloren jetzt im letzten und in diesem Part. Das war drei Pokémon haben wir verloren, ne? Drei sogar. Ja, das war alles sehr suboptimal. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen und auf jeden Fall ein bisschen mehr nachdenken, bevor ich meine Züge mache. Ich werde mich bessern. Ich werde da ein bisschen intelligenter spielen. Vor allem, weil ich es immer danach gemerkt habe, wie dumm es war. Außer das bei Strepoli, ich habe halt echt nicht gewusst, dass es dann doch jetzt noch Steinhagel könnte. Na, aber gut, machst du nix. Haben wir leider Flickneu verloren, wir haben leider Mebrana verloren und wir haben Nami verloren. Aber ich hoffe doch, dass es mit die letzten Verluste waren, die wir jetzt hier leider zu betrauern haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein, Leute. Tschö. Mit Öl.